Okay, liebe Leute, wir fliegen heute eine Runde mit der DH2 Beaver, die mit der 40-Jahres-Edition eingeführt wurde. Wir fliegen den Panama-Kanal lang und werden uns dabei an die normalen Prozeduren halten. Ich habe auch wieder eine Checkliste erstellt im üblichen Format. Ich habe mich dabei an ein originales Handbuch gehalten für die Beaver. Das gibt's durchaus im Internet zu finden, wenn man ein bisschen googelt. Und die Checkliste lade ich dann natürlich auch wieder FlightSimTO hoch. Ich habe mir das Cockpit ein bisschen umbemalt. Ich habe es mir einfach ein bisschen dunkler gemacht, das Cockpit. Ja, ansonsten, die Sitze sind jetzt auch nicht mehr rot. Und bei Bedarf kann ich auch den Cockpit-Mod dann gerne auf FlightSimTO teilen. Ansonsten, das Flugzeug ist ja eigentlich von Milvis programmiert, ja, für die 40-Jahres-Edition. Beziehungsweise von Blackbird. Milvis hat sich ja aufgeteilt in Blackbird und Milvis. Und Blackbird ist halt der Teil der Kompanie, die sich jetzt mehr um den Flugsimulator an sich kümmert. Und Milvis macht eher wirklich die militärischen Anwendungen. Wir benutzen die Floater-Variante, also das Seaplane mit den Schwimmern unten dran. Und grafisch gibt's absolut nichts zu meckern. Ne? Die Texturen sind alle sehr schön. Das Modell ist sehr schön. Ein paar Gebrauchsspuren. Also eigentlich typische Milvis, beziehungsweise jetzt neu Blackbird. Qualität. Wir haben auch ein Tablet, wo wir so ein paar Sachen toggeln können, also an- und ausschalten können, ja. Und wir können einmal vorne den Spinner wechseln. Das ist im Prinzip das Teil hier, ja. Von matt schwarz auf oben zum Beispiel. Das ist eine rein kosmetische Sache. Wir können Locks einschalten. Also, dass das, Yoke zentriert ist, mehr oder weniger, und das ganze Teil gesperrt ist, ne? Dass die Steuerflächen sich nicht bewegen können. Rudderlock müsste draußen sein. Coal Cover, Pitot Cover. Und im Wasser können wir, glaube ich, auch einen Anker setzen. Hier an Land habe ich den nicht gesehen. Ich wüsste nicht, das ist, glaube ich. Ja. Dann nur im Wasser irgendwie. Also wer weiß, wo der Anker ist, kann man das mal schreiben. Ich probiere es nachher im Wasser nochmal. Dazu muss der Motor aber aussehen, sonst geht das nicht. Die Pitot-Covers ist klar, hier die Stauchrohrabdeckung. Das ist die komplette Abdeckung. Ne? Aber ist wie beim Auto, eine Windschutzscheibenabdeckung. Und Rudderlock ist, glaube ich, draußen dran. Oder haben wir das unten an den Pedalen? Kann auch sein. Ach, da unten ist es dran. Das ist das Rudderlock. Ja. Machen wir natürlich alles wieder ab, weil wir fliegen wollen. Ich lasse auch den schwarzen Spinner dran. Das Kanu, ne, das können wir draußen auch abmachen. Das finde ich ganz cool. Das hat was. Ah, der Anker. Ich denke mal, das geht nur auf dem Wasser. So. Wir können die Suite umschalten, ja, also die Avionics-Suite zwischen GPS oder halt analogen Radios. Und wir können einmal normale ADF, also mit einem NDB, ein Instrumentenbrett haben oder mit zwei VORs. Ja, dann ist hier nochmal ein Course Deviation Indicator mit drin. Wie das hier oben. Wir lassen das mal so und wir lassen das auf GPS. Kabine lasse ich auf Passagier. Wir können es ja aber umschalten auf Cargo, ne? Für Leute, die es möchten. Und wir können Co-Pilot ein- und ausblenden. Ja, und wir können die Aircraft-Vibration an- und ausschalten. Türen gehen hier auch auf. Also man hat schon eine ganze Menge Sachen auch fürs Auge dabei. Und alles wieder zu. Vom Sound her ist auf jeden Fall W-Weiß auch umgesetzt. Das heißt, wenn die Türen auf sind,
hören wir ein paar Sachen von draußen einfach lauter. Das ist auch mal ein gutes Zeichen schon mal. Ansonsten ist die Beaver nicht allzu schwer zu bedienen. Aber sie hat so ein paar Besonderheiten. Leider ist halt kein wirkliches Handbuch von Hause aus beigelegt. Also ich habe keins gefunden. Ja, für die DC-3 war ja zum Beispiel ein Handbuch mit bei, aber hier für die habe ich keins gefunden gehabt. Und daher habe ich mich eigentlich ausschließlich wirklich am originalen Handbuch der DHC-2 Beaver orientiert. Eine Besonderheit haben wir hier im Triebwerk wieder, und zwar haben wir einen Supercharger drin, beziehungsweise einen Blower, oder auf Deutsch würden wir auch Turbolader sagen heutzutage. Das heißt, die Luft wird komprimiert und wir können dadurch höhere Drücke in den Zylindern erreichen, als wir einen Außenluftdruck haben. Das heißt aber auch, dass man die Engine stark überlasten kann und kaputt machen kann. Man muss also mit so einem Motor da ein bisschen mehr aufpassen. Und zwar haben wir hier entsprechende Markings. Wir haben einen blauen Bereich, wir haben einen grünen Bereich und wir haben einen roten Strich, ja, bei RPM und auch bei Manifold Pressure. Der rote Strich gibt den maximalen Power an, den wir setzen dürfen für einen Takeoff. Ja, das sind 36,5 Zoll Manifold Pressure beziehungsweise 2300 RPM. Und das Ganze nur eine Minute lang. Danach müssen wir in den grünen Bereich runtergehen. Ja, der grüne Bereich eigentlich nur bis 33,5 Zoll laut originalem Handbuch. 33,5 Zoll Manifold Pressure und 2200 RPM. Das ist so der maximale Dauer oder das maximale Dauerpower-Setting, ja, im grünen Bereich. Damit können wir unbegrenzt fliegen, ne, von der Dauer her. Im grünen Bereich muss die Mixtur, also das Gemisch, auf reich sein, ne, full rich. Hat auch eigentlich eine Automatik drin, also ist eigentlich dann auch Auto-Rich und Auto-Lean. Und im blauen Bereich, da dürfen wir dann auch abmagern. Ja, also das ist dann so eher der Cruise-Bereich. Ja, roter Strich, absolutes Maximum für eine Minute. Grüner Strich, der normale Dauerpower für Climb dann und sowas, ne? Und der blaue Bereich ist der, ja, so der Cruise-Bereich. Ja, so von 1600 RPM bis 2000 RPM. Und ich habe so ein paar Power-Settings auch in die, sag mal, Checkliste mit reingenommen. Ja, und blau dürfen wir abmagern, grün dürfen wir nicht abmagern. Na, das sind so die, sag mal, Sachen, die man hier bei der Engine beachten sollte. Fahrwerk und Flaps werden ja auch noch ein klein bisschen anders bedient, also in der Theorie. Und zwar haben wir, wenn wir die Floater-Variante haben, ja, ein Fahrwerk unten dran. Und wir schalten mit einem Hebel erstmal um, ob wir das Fahrwerk ein- oder ausfahren wollen. Ja, theoretisch müsste das eigentlich hier schon gehen. Es kann sein, dass es erst geht nachher, wenn die Engine läuft. Ich habe das jetzt kalt noch gar nicht probiert. Wir schalten quasi mit einem Hebel immer um, ja, ob wir das Fahrwerk ein- oder ausfahren wollen. Und mit dem großen Hebel führen wir dann die Bedienung tatsächlich aus. Genauso mit den Flaps. Ja, dieser Hebel sagt eigentlich, ob wir oder gibt quasi die Richtung vor, in welcher wir die Flaps bedienen wollen. Und mit dem langen Hebel bedienen wir die Flaps dann tatsächlich. Ja. Das sind so nochmal ein paar Hydrauliksachen. Wasserruder für die Floater-Variante. Dann wird das Wasserruder hinten runtergelassen. Und der Primer ist ein bisschen versteckt hier unten. Die Variante hier von der DHC-2 Beaver, die hat schon eine elektrische Treibstoffpumpe. Das heißt, wir brauchen nicht unbedingt die Wobbelpumpe benutzen. Das wäre der rote Hebel hier. Das ist quasi die Handpumpe für den Treibstoffdruck. Ja, man kann es trotzdem machen. Es funktioniert auch. Ist gut simuliert. Wer möchte, kann aber einfach die elektrische Boosterpumpe nehmen. Das erfüllt beides eigentlich den gleichen Zweck. Wer mit der Wobbelpumpe arbeitet und dann primet, muss aufpassen, weil der Treibstoffdruck dann auch wieder ein bisschen runtergeht. Treibstoffselektor. Laut originalem Handbuch fliegen wir in der Regel erstmal den Center-Tank mehr oder weniger leer. Oder hauptsächlich auf dem Center-Tank. Und danach wechseln wir dann immer, je nachdem, welcher Tank gerade am vollsten ist, so dass wir zwischendurch einfach die Balance nicht zu sehr aus dem Gleichgewicht bringen, ja, wenn wir erst den hinteren komplett leer machen oder erst den vorderen.
Ja, das sind so die Besonderheiten von der Beaver. Wir haben kein Taxilicht. Ich habe in meiner Checkliste im Prinzip dann halt statt Taxilicht immer das Landelicht auch genommen. Gerade wer vielleicht im Dunkeln spielt oder so, der muss halt beim Rollen einfach, zumindest in Deutschland, weißes Licht anhaben. Und das wäre dann einfach das Landelicht. Ne? Da weiß ich nicht, wie das tatsächlich draußen in der Praxis gehandhabt wird mit dem Flugzeug. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir in die Checkliste und machen einen Cold and Dark Start. Gut, dann setzen wir zuerst mal kurz die Gewichte. Und zwar brauchen wir für unsere kurze Strecke, ich sag mal maximal 50 Gallonen auch. Wir brauchen gar nicht so viel Treibstoff mitnehmen. Das heißt, ich gehe ein bisschen runter. Ja, selbst das sollte reichen. Das sind 41 Gallonen. Sagen wir ungefähr 50 Gallonen. Sollte auf jeden Fall reichen. Passagiere nehmen wir noch ein, zwei mit für Sightseeing. Zack. Das heißt, wir haben eigentlich ein relativ mittiges Center of Gravity vom Limit her. Je mehr wir hinten reinpacken, desto mehr wandert logischerweise das Center of Gravity nach hinten. Das hat einfach für die Trimmung nachher auch eine kleine Bedeutung. Aber hier im Flugsimulator, das ist alles immer nicht ganz so wichtig, sag ich mal. Das haben wir gesetzt. Limits habe ich erklärt. Dann können wir direkt mit der Checkliste eigentlich anfangen. So, Tablet Settings. Ja, wie gewünscht, as desired, habe ich alles gemacht. Passt, kann ich so lassen. Exterior Inspection würde vorher kommen. Haben wir completed. Ignition, das checken wir, ob das auf off ist. State Saving scheint es hier nicht zu geben. Ja, das heißt, viele von den Sachen sind so gesetzt, wie sie eigentlich müssen. Aber wir checken es mal durch. Ignition off. Parking Brake. Also Parkbremse ist gesetzt. Ja, so wäre aus, so ist gesetzt. Da ist der Hebel hier unten. Gear Lever beim Floater, ne? Also beim Seaplane. Ja, das muss auf Down sein. Und der Hebel müsste hier stehen. Das ist eigentlich die Down Position. Ja, wenn er nach vorne steht, ist das die Up Position zum Hochpumpen. Ich mache nachher aber vieles trotzdem einfach mit Tasten. Das funktioniert dann einfach im Flug immer besser. Controls. Ja, haben wir im Prinzip unlocked. Also wir haben die den Gurt hier abgemacht. Ne? Wir können das alles frei bewegen. Wir checken das kurz. Ja, wichtig ist eigentlich, dass draußen sich das auch alles mitbewegt. Nicht, dass irgendwo ein Joystick hier falsch zugeordnet ist oder so. Trims as required. Ich lasse das erstmal auf mehr oder weniger Nullstellung. Ich habe jetzt ein klein wenig was zugeladen nach hinten. Ich könnte minimal, sag ich mal, Nose down trimmen. Ich habe aber beim Testen gemerkt, dass das wirklich alles nicht so viel Unterschied macht hier. Oder also nicht zu sehr von der Nullstellung durchaus wegtrimmen. Ne? Eher im Nullbereich bleiben. Beim Flugzeug ohne Floater startet man durchaus das Aircraft in der Dreipunktposition. Also man lässt es wirklich, also man lässt das Heckrad unten, ja, das Spornrad, und hebt quasi so langsam ab. Ja, man lässt das Flugzeug wirklich von alleine mehr oder weniger von der Runway runterfliegen. Ja, deshalb trimmt man jetzt auch in der Variante ohne Floater nicht allzu viel Nose Down jetzt oder so. Zumindest hier im Flugsimulator, ne? Das ist draußen durchaus vielleicht eine andere Sache, das kann ich nicht beurteilen. Das sind jetzt hier meine eigenen Erfahrungswerte im Flugsimulator. Radar Trim lasse ich neutral. Das kann man eigentlich ganz gut mit den Seitenruderpedalen während des Takeoff-Laufs ausgleichen. Die Linkstendenz ist ja trotzdem da, ne? So, All Switches off. Ich blende das wieder kurz aus. Ja, alle Schalter sind aus. Und jetzt machen wir Master an, ne? Also Batterie und Alternator. Beiden roten anmachen. Navigationslicht an. Ist für mich einfach so eine Sache im Flugsimulator.
immer an, sobald wir Strom drauf haben, dann ist gut. Die interne Beleuchtung, wie man möchte, brauchen wir jetzt am Tag nicht. Treibstoff Quantity, also den Treibstoff, die Menge checken. Passt, Altimeter auf den Luftdruck setzen. Da wieder 2,9. 8,6. So, das müsste passen. Und gegebenenfalls die Uhr checken, ne, ob das alles hinhaut. Von der Zeit. Und ja auch stellen. Das ist die Vorbereitung. So, jetzt before starting engine. Nochmal checken. Eigentlich müsste der, glaube ich, zu sein. Propeller area is clear. Throttle lever. Ein Viertel bis einen halben Zoll offen. Ja, sind so ein bis anderthalb Zentimeter, sagen wir mal so. Propeller lever. Komplett nach hinten gezogen. Ja, full decrease. Also komplett hinten hier bei uns. Also low RPM, mehr oder weniger. Niedrige RPM. Mixture lever, idle cut off. Carburetor heat. Ja, das ist der Hebel hier auf cold. Das ist die obere Stellung. Ja, so können wir im Prinzip die Vergaserluft ein bisschen vorwärmen, falls Gefahr von Vereisung im Vergaser besteht. Und hier ganz oben ist die Cold-Stellung. Und für den Takeoff bleibt das auch in der Cold-Stellung. Ignition off. Ganz wichtig. Und jetzt wird halt theoretisch im echten Flugzeug es notwendig, den Propeller mal durchzudrehen. Weil wir haben ja einen Sternmotor drin. Im Sternmotor besteht immer die Gefahr, dass sich unten in den Zylindern halt Öl sammelt. Und zwar so viel, dass die Zylinder quasi nicht mehr bis ganz nach unten kommen könnten. Und dann gibt's einen Kolbenschlag und dann ist der Motor im Eimer. Im Handbuch steht drin, dass man halt den Propeller entweder von Hand durchdreht oder man benutzt durchaus den Starter. Ja, das ist aber ganz, ganz wichtig, ne, dass wirklich alles aus ist. Also keine Ignition an, noch kein Treibstoff, nichts, sodass das Ding nicht anspringt. Ja, aber dann können wir durchaus mal ganz kurz den Starter drücken und durchdrehen. Na, das im echten Flugzeug kann man die einfach nur kurz hochdrücken. Das geht ja gar nicht so schnell. Ne? So, einfach mal kurz durchdrehen. Und dann sind die, sag ich mal, Ölreste und so eigentlich theoretisch raus. Im Simulator ist keine Auswirkung. Ja, hier in dem Flugzeug nicht. In der Corsair von Milvis ist das durchaus simuliert. Wenn man das nicht macht vorher, dann geht das auch wirklich in den Eimer, der Motor. Das finde ich ganz gut. So, jetzt starting the engine. Master und Alternator sind on. Propeller area is clear. Jetzt machen wir den Shutoff-Hebel auf, sodass Treibstoff wirklich fließen kann. Den Treibstoff-Selector jetzt auf Center Tank. Beacon on. Der Schalter. Throttle. Ja, wieder ein Viertel bis halben Zoll offen. Steht noch so. Ein Propeller-Lever, Full Decrease steht noch so und Mixture-Lever, also Gemischhebel, jetzt komplett nach vorne. Dann entweder die Boosterpumpe benutzen oder halt mit der Wobbelpumpe 5C Treibstoffdruck aufbauen. Ja, das hier ist der Treibstoffdruck und 5 ist dieser grüne Strich da. Ja. Einmal drücken, sind wir eigentlich drüber. Und dann viermal primen. 1, 2. Und da baut sich der Treibstoffdruck natürlich wieder ab. Pumpen wir nochmal nach. 3, 4. Und zum Starten wieder nachpumpen. Ja, und wer das nicht machen möchte, der macht einfach die Boosterpumpe an. Die hatten halt, oder die wurden dann irgendwann nachgerüstet, ne? Also nicht jede Beaver hatte eine Boosterpumpe. So, haben wir alles vorbereitet. Jetzt Ignition on auf both. Starter Switch anschalten und sobald die Engine feiert, also sobald die Engine ja startet wirklich und zündet, dann den Switch wieder aus. Oh, aus. Throttle ein klein wenig hochdrehen. Minimal, so 500 bis 800 RPM am Anfang.
Und wenn der Öldruck seine 50 Psi erreicht hat, dann können wir langsam den Propellerhebel nach vorne drehen. Ja. Das hat einfach damit zu tun, dass halt der Propeller-Governor halt auch mit dem Öldruck versorgt werden muss oder über den Ölkreislauf. Erstmal langsam nach vorne schieben. Ja, jetzt stellen wir so 1000 RPM ein. Aus dem Winkel ist das schwer zu erkennen, wenn der Propellerhebel vorne ist, ja. Und lassen die Engine ein bisschen warm laufen. Und hier habe ich mich noch verschrieben, wenn die Öltemperatur mindestens 40 Grad hat, dann werden wir nochmal kurz den Propellerlever einmal runterziehen und wieder hochziehen, um so ein bisschen das Öl durch den Governor durchzudrücken. Man kann in der Zeit eigentlich auch schon weitergehen mit der Checklist und das ein bisschen später machen. Aber wir haben jetzt eigentlich die 40 Grad erreicht. Jetzt stellen wir eine RPM von 1200 vielleicht ein. Da, wo der Motor schon ruhig und rund läuft. Und dann drücken wir nochmal kurz den Hebel komplett nach unten. Und wieder nach vorne. Und das war der Engine Start. Dann kommen wir in den After-Engine Start-Bereich. Ich mache die Boosterpumpe erstmal wieder aus. Radius anschalten. Ja. Achso, ich habe mir hier kurz das GTN 750 wieder reingemoddet. Standardmäßig ist hier natürlich die Oberfläche vom GNS zu sehen. Aber das werden wir heute gar nicht groß benutzen. Wir fliegen komplett nach Sicht. Ja, wir fliegen einmal quer durch den durch Panama durch, also den Panama-Kanal lang. Da habe ich übrigens die Szenerie halt auch von OrbX installiert, ne? Also das sieht dann richtig, richtig gut aus eigentlich. So, deshalb NAVCOM, GPS können wir alles so lassen. Flaps. Cruise, ja, ist die Abstellung. Da steht dann Cruise. Propeller Levers. Full Increase, komplett nach vorne. Wir würden uns jetzt die Taxifreigabe holen. Oder vielleicht auch die IFR-Freigabe, falls wir mit Flugplan fliegen oder was auch immer. Landelicht an. Transponder auf Standby. Und dann können wir losrollen. So, ich starte schon mal mein Sky Dolly. Das Flugzeug klappert halt auch schön, ne? Das gibt so ein bisschen Flair. So. So, kurz gucken, wo wir stehen eigentlich. Wir wollen nach dort. Hier ist ein kleiner Fehler in der Standardszenerie. Hier steht genau auf dem Rollweg eigentlich ein Turm. Aber ist jetzt nicht so schlimm, würde ich mal sagen. Parkbremse lösen. Und man soll die RPM im Taxi auch nicht großartig unter 1200 RPM droppen lassen, um halt das Verdrecken der Zündkerzen ein bisschen zu vermeiden. Ja, wir nehmen dadurch natürlich aber ganz schön Speed auf. Und hier steht halt was im Weg. Wir sehen im Hintergrund schon schön die ganzen Hafenkräne. Und die Szenerie von OrbX für den Panama-Kanal ist einfach nur fantastisch. Die Schiffe sind zwar alle statisch, aber es sieht richtig, richtig cool aus.
So. Ah, die Markierung hier. Weiß ich nicht, ob die alle schon so richtig sind. So ein Teil von dem Flughafen scheint Standardszenerie zu sein und da drüben geht's halt schon los mit der Payware-Szenerie, ne? Das ist dann schon alles ein bisschen besser. Also zum Panama-Kanal gehört dann halt auch ein bisschen Panama City dazu. Von OrbX. Ich fliege heute mal mit DirectX 12. Ich will mal wieder testen, ob er mir das Flackern weg ist. Bis jetzt geht's ganz gut. So, kurz anbremsen. Aber wie gesagt, die RPM nicht zu lange im Keller lassen, sondern durchaus 1200 RPM oder so drin behalten. Für die Langlebigkeit und ja, für die Zündkerzen halt, ne? So, dann machen wir jetzt den Before Takeoff Check. Normalerweise würde man diesen Engine Run-Up Test machen. Oder macht man mit? Ach, wir machen den mit. Wir machen den Engine Run-Up Test mit. Den würde man aber, also den Ground Test, man würde den aber jetzt, sag mal, irgendwo an der Seite machen, damit man hier nicht in den Verkehr auffällt. Aber wir machen es mal mit. Aircraft, also eigentlich in den Wind drehen, Parkbremse ist gesetzt, Controls dann eigentlich nach hinten ziehen. Fuel Selector Center Tank oder Fullest, also der vollste Tank oder der Center Tank. Propeller Lever Full Increase. Ja, voll vorwärts ist passiert. Jetzt kommt der Magneto-Test, der RPM-Drop-Test. Das kennen wir aus vielen anderen Flugzeugen. Wir stellen eine RPM von 1750 ein. Und wir schalten jetzt im Prinzip die Ignition durch, ja? Einmal auf links. Dann muss die RPM auch droppen, und zwar maximal 100 RPM. Ja, also so maximal auf 1650. Und es muss auch definitiv ein Drop passieren, sonst ist irgendwas nicht in Ordnung. Zurück auf Both. Und die RPM muss ich wieder erholen. Sonst ist auch was kaputt. Und kurz auf rechts. RPM muss wieder runtergehen, ca. 100 RPM maximal. Und wenn wir zurück auf Both drehen, muss die RPM auch sich wieder erholen. Dann gibt's noch den Hot Magneto Test laut Handbuch. Hier im Flugsimulator kann man gar nicht so schnell schalten. Man würde halt die Ignition ganz kurz auf Off drehen und horchen, ob wirklich die Zündung kurz stoppt. Weil wenn das nicht passiert, sind die Magnetos hot. Das heißt, irgendwo ist ein Kurzschluss. Und dann besteht immer die Gefahr, dass wenn man den Propeller zum Beispiel vorne von Hand durchdreht, dass er plötzlich startet. Weil halt die Magnetos Strom drauf haben, obwohl sie es nicht sollten. Hier im Simulator lasse ich den Test weg, weil der Motor mir jedes Mal abstirbt. Ja, aber das wäre so ein theoretischer Hot-Magneto-Test. Dann gibt es nochmal einen kleinen Test, dass wir ein bisschen die RPM checken und ob die ganzen Engine-Instrumente wirklich ihre entsprechenden Readings haben, also ihre Anzeigen. Hier im Flugsimulator kriegen die Bremsen, zumindest in der Amphibien-Version, das Flugzeug bei wirklich 29 bis 30 Inch nicht mehr gehalten. Das heißt, ich mache den Test ganz, ganz kurz. Ja, ich gucke, ob ich auf 2100 RPM komme, wenn ich auf Standard-Luftdruck kurz hochgehe. Das passt. Passt. Pi mal Daumen, ne? Vakuumpumpe funktioniert. Die ganzen Drücke, also Öldruck, Treibstoffdruck, alles im grünen Bereich. Zylinderkopftemperatur ist im grünen Bereich. Das ist so das Wichtigste. Propeller Governor Test. 1600 RPM einstellen. Das ist Mindest-RPM hier auf der Skala im blauen Bereich. Und dann nochmal kurz den Propeller-Level nach hinten ziehen, gucken, ob die RPM droppt, wieder nach vorne schieben und gucken, ob er sich wieder bei 1600 RPM einpegelt. Und das passt. Und das war der Engine-Run-Up-Test. Dann machen wir den Before-Take-Off-Test. Oder die Before-Take-Off-Checkliste, sagen wir es mal so. Wir stellen jetzt die Bottles wieder so auf 1200 RPM. Wasserruder, ganz wichtig im Seaplane, wenn wir
starten. Die müssen oben sein, egal ob auf Wasser oder an Land. Landing Gear. Im Wasser müssen die Räder eingefahren sein für den Takeoff. Ja, und hier an Land müssen natürlich down sein. Fuel Selector, Center oder Fullest. Also Center Tank oder halt der vollste Tank von denen, die noch übrig sind. Boost Pump theoretisch an, wenn so ein Flugzeug einer hat. Ich lasse es aus, ist mir zu laut. Es ist eine Sicherheitsfrage. Theoretisch, wenn die Engine läuft und die Treibstoffpumpe an der Engine nicht ausfällt, was hier im Microsoft Flight Simulator einfach nicht passiert, dann brauchen wir die auch nicht. Im echten Flugzeug würde man anmachen. Ist eine Sicherheitsfrage. Pitot Heat as required. Macht man nur an, wenn Vereisungsgefahr besteht, also unter 5 Grad und sichtbare Feuchtigkeit. Elevator Trim hatte ich vorhin ein ganz klein wenig gesetzt, ne? Ich habe ganz minimal Nose Down getrimmt. Ich habe das aber mit Tasten gemacht, weil hier mit dem Rad lässt sich das nicht ganz so fein steuern. Mixture Lever Full Rich. Ja, ganz nach vorne. Propeller Lever Full Increase. Ganz nach vorne. Carburetor Heat für den Takeoff immer cold. Ist eine Frage der Performance, weil wenn man die Vergaserluft vorwärmt, dann verliert man einfach ein bisschen Power. Flaps jetzt auf Takeoff. Und hier muss man ein bisschen aufpassen, wenn man mit Tasten spielt. Es gibt so auch Zwischenstellungen. Jetzt hier beim Takeoff noch nicht. Ja, aber hier hinten gibt es zum Beispiel so Zwischenstellungen. Ja. So, wir stellen das jetzt auf. Takeoff. Gyro Compass, kurz checken. Und zwar haben wir hier wieder, wenn wir es eingeschaltet haben, die Kurskreiseldrift. Das heißt, unser Gyro Compass kann irgendwann eine Abweichung drin haben. Wir checken mal kurz. Magnetischer Kompass hat jetzt so ziemlich genau 100. Ein Kurs von 100. Und hier könnte ich mir jetzt die 100 reindrehen. Oder aber ich benutze die Flugsimulator interne Funktion Kurskreiseldrift zurücksetzen. Ja, dann kann ich das hier komplett mal falsch einstellen. Drücke den Knopf, den ich dafür belegt habe, für Kurskreiseldrift zurücksetzen und er setzt mir automatisch den richtigen Kurs am Gyro Compass. Altimeter nochmal checken. Hatten wir gesetzt auf Lokal. Autopilot. Ich wähle mal, um den Autopilot nachher zu zeigen, auch eine Höhe vor, und zwar 2000 Fuß. Und wir müssen hier im Autopiloten, damit er richtig funktioniert, eigentlich auch den Luftdruck einstellen. Er scheint aber mit dem Altimeter Luftdruck gesynkt zu sein. Ja, also 111 entspricht der 2986. Ja. Mehr würde ich im Autopiloten nicht rumfummeln am Anfang. Und wir fliegen nachher eher in Richtung Norden. Der Heading Bug ist noch nach Norden gesetzt, können wir so lassen. So, Freigabe eigentlich, ne? Also die Takeoff-Freigabe holen. Würden wir jetzt erhalten. Landelicht ist an. Strobes an. Transponder jetzt auf. On and Altitude Reporting. On. Ich weiß nicht. Altitude Reporting ist es hier mit an. Hier haben wir auch nochmal eine Temperaturanzeige, ne? Also eine Außentemperaturanzeige. Hier ist alt. Entschuldigung. Altitude Reporting on. Das heißt, die Höhe wird theoretisch übermittelt, wenn wir im, ich sag mal, im kontrollierten Flugraum und so fliegen, ne? Oder wenn wir eine Flugwegverfolgung machen. Ansonsten ist es auch nicht so wichtig. Gut, dann rollen wir rauf und starten. Der Start ist relativ einfach. Gas geben. Entweder gleich komplett Takeoff Power setzen oder zum Beispiel erstmal auf Field Elevation, auf Field Pressure, also den aktuellen Luftdruck, bremsen, loslassen und dann Takeoff Power setzen, das ist eigentlich egal. Mit den Ruderpedalen ein bisschen steuern und das Flugzeug wirklich fast von alleine abheben lassen, ja? Also einen ganz leichten Druck auf die Controls nur nach hinten, also auf den Yoke. Und dann fliegt das Ding im Prinzip mehr oder weniger alleine runter von der Runway.
Ja, zu doll gebremst. Und gerade hier mit den Floatern müssen wir halt auch passen, dass wir nicht zu sehr nach oben ziehen. Auch gar nicht so sehr in Leerlauf gehen. So, anbremsen. Ich setze erst kurz meinen aktuellen Luftdruck als Manifold Pressure auch, ja. Also knappe 29 bis 30 Inch, also Zoll. Jetzt lasse ich los. Jetzt gebe ich Takeoff Power rein, also maximal 36,5 Zoll. Manifold Pressure. Mit den Ruderpedalen ein bisschen steuern, ganz leicht ziehen. Ganz leicht ziehen und sie hebt im Prinzip von alleine ab. So. Fahrwerk einfahren. Passt. Und wenn wir eine halbwegs sichere Höhe haben, dann können wir auch schon das Power-Setting ändern. Ansonsten eigentlich, ich sag mal, wenn Hindernisse da sind, die beste Geschwindigkeit zum Steigen ist 80 Meilen pro Stunde. Ja, so der Best Angle of Climb und Best Rate of Climb ist so 95. Ja, so was wir jetzt fliegen. So Best Rate of Climb. Flaps jetzt auf Climb setzen, also von Takeoff eine Notch zurück. Und da bleiben die Flaps theoretisch auch, bis man seine Reiseflughöhe erreicht hat. Da ich hier nicht allzu hoch fliege, können wir die eigentlich auch gleich dann wieder einfahren. Also wir haben ein bisschen Wind heute, ne? Und empfohlen wird jetzt, wie gesagt, spätestens nach einer Minute wirklich auf Maximum Power runterzugehen. Was heißt empfohlen? Man muss es machen, um den Motor nicht kaputt zu machen, ne? Also mindestens auf 33,5 Zoll zurückgehen und auf 2200 RPM. Und empfohlen für einen relaxen Climb, um den Motor noch mehr zu schonen, ist halt 30 Inch, also 30 Zoll Manifold Pressure und 2000 RPM. Und beim Rausnehmen von Power immer erst den Throttle, dann den RPM-Hebel. Wenn wir Power erhöhen wollen, dann erst den RPM-Hebel und dann den Gashebel. Ja. So. Jetzt schalten wir mal ganz kurz den Autopiloten ein. Ich drehe mir mal den Heading-Bug nochmal schnell nach vorne. Und kurz Autopilot ein. Vertikale Geschwindigkeit auf 500. Jetzt habe ich wieder falsch gedrückt, ne? Jetzt hat er die Höhe übernommen. Erstmal Heading kurz an. So, nochmal kurz die Höhe reindrehen, dann eigentlich einmal Alt drücken und dann die Wert... Achso, wir sind auf der Höhe. Schon gut, Leute. Ich mach schon wieder nur Quatsch. Wir sind eigentlich schon auf der Höhe. Ich demonstriere es gleich nochmal im Steigflug, wenn er sich ein bisschen ausgelevelt hat, wie man die Höhe ändert nochmal. Wenn ich jetzt quasi eine andere Höhe haben will, dann drehe ich erst die neue Höhe rein. Ja, sagen wir mal 2000, ja, sagen wir mal 3000 Fuß. Dann steht hier Alert. Dann eigentlich einmal Alt drücken. Das war jetzt auch wieder falsch, entschuldigt bitte. Normal, durch das ganze Gedrücke sind wir jetzt hier aus dem Modi rausgekommen. Normalerweise, wenn wir im Altmodus sind, ja, wenn das jetzt der Altmodus ist und wir haben die Höhe, die wir wollen, dann sollte hier Alt stehen. Jetzt die neue Höhe reindrehen. Jetzt einmal Alt drücken, damit da VS steht. Und jetzt die vertikale Geschwindigkeit einstellen. Ja, positiv für einen Climb, negativ für einen Sinkflug. Und dann steigt er jetzt mit 500 Fuß auf 3000 Fuß Höhe und levelt da wieder aus. Also ein ganz klassischer Autopilot. Heading-Modus ist klar. NAV-Modus ist auch klar. NAV, entweder folgen wir einem GPS-Flugplan. Ja, wenn hier auf, wenn das hier auf GPS steht. Ja. Jetzt könnten wir mit dem NAV-Button, ja, einem GPS-Flugplan folgen, und wenn hier VLOG steht,
dann würden wir im Prinzip einem VOR-Signal folgen können, beziehungsweise auch einem ILS-Signal und dann über den Approach-Button nachher sogar auch der Glide-Slope. So, wir drehen mal ein Stück zurück Richtung Panama City. Ja, wir haben jetzt unsere Höhe fast erreicht. Und für einen Sinkflug würde jetzt das gleiche gelten, ne? Wir sind jetzt im alten Modus, so ist es richtig. Wir gehen jetzt auf 1000 Fuß oder 1500 runter, drücken jetzt einmal Alt, damit der VS steht und geben jetzt die Sinkgeschwindigkeit ein. Ja, so würde der Autopilot funktionieren. Und über den Heading Bug könnten wir jetzt schön sauber das Flugzeug steuern. Ich mache das jetzt einfach mal mit Tasten, geht schneller. Ich kann den Heading Bug auch mit Tasten stellen. Ihr seht das zur Not immer auf meiner Leiste, ne? Hier unten, wenn ich das Heading verstelle. Und dann fliegen wir erstmal ganz kurz über Panama City drüber. Das sieht auch einfach nur fantastisch aus. Und da wir jetzt mehr oder weniger eigentlich schon, ich sag mal, im Reiseflug sind, nehme ich jetzt ein gemächlicheres Power-Setting ein. Die Power-Settings an sich kriegt man im Handbuch. Aber ich sag mal, alles, was so im blauen Bereich ist, ist okay für einen Cruise. Und zwar, wenn man mit der RPM runtergeht, geht man dann auch mit dem Manifold Pressure ein bisschen runter und spart dann immer mehr Sprit. Das heißt, das spritsparendste Power-Setting ist, wenn man mit den RPM auf 1600 runtergeht und halt auch die Manifold Pressure bis runter an den blauen Anschlag holt. Ja, dann hat man so mehr oder weniger die beste Spritersparnis. Ansonsten, ich habe es hier kurz ein bisschen mit reingeschrieben. Das war verkehrt. Wir sind erst noch hier. Im Climb, wir checken mal ganz kurz. Im Climb müssen die Flaps auf Climb sein, Gear up, ja, Boost Pump aus, Landing Lights as required, wir sind eigentlich kein kommerzieller Flug, wir können die Landelichter eigentlich auch ausmachen. Fuel Selector, Center oder Fullest. Climb Power habe ich erklärt, ne? Mit den Geschwindigkeiten habe ich auch erklärt und im Cruise würden wir die Flaps jetzt auch komplett einfahren. Ne? Also auf Cruise ist die Abstellung und wie gesagt, maximaler Power für einen Cruise ist auch wieder 33,5 Zoll und 2200 RPM. Ja, das wäre der Anschlag vom grünen Bereich, wobei das hier auf der Anzeige der grüne Bereich bis 35 geht. Aber laut Handbuch 33,5. Ja, und das sind hier so drei Beispiels-Power-Settings für normalen Cruise. Ich gehe jetzt mal auf 1750 RPM runter und 30 Inch haben wir schon eingestellt. So ein bisschen. Da haben wir so ein gemächliches Power-Setting für den Cruise. Und jetzt kommen wir mal kurz über Panama City drüber. Ja, Autopilot ist immer noch im Sinkflug. Und da können wir uns das jetzt schön in Ruhe angucken hier. Ich steuere das Heading, also den Heading-Bug mit Tasten. Und damit steuere ich ja logischerweise auch das Flugzeug. Panama City ist noch keine Fotogrammetrie. Das heißt, die kleinen Gebäude sind halt alles Autoszenerie. Aber die großen Gebäude gehören schon teilweise zu OpX-Szenerie. Ah, die Brücken sind auch alle drin, also die großen Brücken, das sind auch ziemlich gut abgebildet. Und unser Autopilot levelt dann jetzt halt bei 1500 Fuß auch wieder aus. So wie wir es eingestellt haben.
Ich mache den Autopiloten jetzt aber mal aus und wir machen mal eine erste Wasserlandung da hinten zum Testen und Üben. Autopilot aus. Bisschen Power rausnehmen. Maximale Geschwindigkeit, um die Flaps auszufahren, ist wirklich der weiße Bereich. Und für die Landung schiebe ich den RPM-Hebel wieder auf 2200 RPM. Eigentlich komplett nach vorne, aber dann geht er gleich auf 2.3, was eigentlich nicht soll. Da muss ich im Handbuch nochmal nachgucken. Das ist jetzt für mich gerade sogar im Handbuch ein kleiner Widerspruch, ja. Also ich würde halt jetzt für die Landung die RPM auf 2.2 stellen und nicht auf voll vorwärts. Das sieht einfach nur geil aus. So, Mixtur ist voll reich. Also Gemisch voll reich. Fahrwerk bleibt da jetzt drin, weil wir auf dem Wasser landen. Ich fahre schon mal die erste Landeklappenstellung aus. Und für, ich sag mal, eine normale Landung, ohne dass es irgendwie Shortfield Landing ist, lässt man die Flaps auch nur auf Stellung Landing. Also man fährt die gar nicht komplett aus, sondern die komplette Landeklappenstellung nimmt man eigentlich nur für Shortfield Landing. So, ich fahre die Flaps jetzt immer weiter aus. Ja, Approach ist so mit 90 Meilen pro Stunde. Und im Final dann so auf 80 runter. So, jetzt haben wir Flaps auf Landing. 80 Meilen haben wir ungefähr. Und jetzt lassen wir das Flugzeug einfach langsam runtersetzen. Ne? Mir fehlen die Effekte. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, ob ich da irgendwas ausgeschaltet habe. Mir fehlen so ein bisschen die Wassereffekte. Ja, im Flugsimulator können wir das Teil auch steuern, obwohl wir die Wasserruder nicht runtergelassen haben, aber halt beim Wasserflugzeug normalerweise. Ja, Wasserruder runter. Ah, dann können wir jetzt auch steuern. Also es fliegt sich super von Hand, das Flugzeug, ne? Also super, 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 super gemacht vom Flugmodell her, finde ich. Also im Vergleich zum anderen Flugzeugen im Flugsimulator. Ich bin kein echter Pilot. So, dann machen wir auch gleich wieder einen Takeoff und fliegen jetzt mal den Panama-Kanal ab. Das heißt, die Dinger wieder hoch. Ich hatte jetzt kein Landelicht angemacht, weil wir nicht auf einer offiziellen Landepiste sind hier. unterm Strich die Flaps jetzt wieder auf Takeoff. Ich drehe mal 1000 Fuß am Autopiloten ein. RPM jetzt voll vorwärts. Trimmung nehme ich jetzt wieder ein bisschen zurück, weil wir sind im Moment sehr heftig nose down getrimmt. Ich stelle quasi wieder die Trimmung ein von vorhin. Also so knappe 0,5 nose up auf meiner Skala unten. Ah, ich sehe das hier immer. Und jetzt geben wir wieder Gas und lassen das Flugzeug wieder fast von alleine einfach so bei 65 Meilen rund abheben mit einem ganz leichten Zug nach hinten, ne, damit wir quasi das Bug rausheben. Also man kann nicht wirklich so fliegen, wie es draußen aussieht, ne? Also man kriegt den Bug nicht so weit rausgehoben, wie es in Videos aussieht. So, maximaler Takeoff Power 36,5 Zoll. Ich ziehe ganz leicht nur am Stick. Ja. Und er hebt im Prinzip von ganz alleine schön ab. So, Flaps auf Climb. Und ich gehe mit dem Power auch schon wieder gleich auf 30 Zoll zurück. Und mit den RPM auf 2000.
fliegen jetzt noch ein bisschen von Hand. Und schauen uns dann mal die Brücke an. Da kann man auch schon drunter durchfliegen. Und dann gucken wir uns auch schön die Schleusen an. Das ist ja jetzt hier im Prinzip der Pazifik. Der Südpazifik. Und über den Kanal kommen wir dann rüber zum Atlantik. Und ich lasse jetzt noch ein bisschen Power drin. Für das Fliegen unter der Brücke. Nicht, dass wir da in so ein Loch kommen. Ein Powerloch. Und ich nicht schnell irgendwie wieder hochkomme. Das heißt, ich schiebe die RPM jetzt auf 2200. Dann kann ich, wenn ich merke, ich sacke ab, auch schnell wieder ein bisschen beschleunigen. So, ich lasse die Flaps mal noch im... Na, ich fahre sie ein, wir sind über der Geschwindigkeit. Ich stelle die Flaps jetzt auf Cruise. Und das ist hier die, oh, wie heißt das? Bridge? Brücke von Amerika oder so. Bridge of America oder so heißt sie, glaube ich. Da kann man durchaus drunter durchfliegen. So, dann kann ich auch die RPM wieder zurück auf 2000 nehmen. Und für den Cruise, eigentlich cruisen wir ja jetzt schon, ne? Nehme ich sogar wieder runter auf 17,5. Und für den Cruise, für den längeren Cruise jetzt nehme ich dann auch die Mixtur zurück in den mageren Bereich. Ja, das Gemisch, Volin. Das ist eigentlich alles automatisch. Wir merken auch, dass ich keinen Powerverlust habe, ne? Also, normalerweise in anderen Flugzeugen ohne Autogemisch würden wir jetzt schon tierischen Powerverlust auch haben. Obwohl wir ganz schön langsam werden, ne? Wir fliegen relativ tief. Ich setze die RPM wieder auf 2000. So, aber wir fliegen hier über die Schleusen mal relativ langsam. Aber wir werden wirklich sehr, sehr langsam. Aber wir haben doch einen ziemlichen Powerverlust schon im Lean. Das sollte eigentlich... Also im Testflug bei 2000 Fuß war es nicht so extrem. Dann lasse ich es mal kurz auf Full Ridge. So, wenn man die eine Schleuse, die ganzen Namen von den Schleusen habe ich auch nicht im Kopf. Und hier drüben haben wir auch zwei Schleusen. Und der Höhenunterschied, ja, vom Panama-Kanal zum Meeresspiegel sind 85 Meter, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich muss mal glatt in die Dateien reingucken, wie das mit der Mixtur programmiert ist hier. Das ist leider im Microsoft Flight Simulator mit Turbomotoren immer noch so ein bisschen das Problem mit der Mischung. Das ist eigentlich noch nicht wirklich gut umgesetzt. Es kann sein, dass auch dieses Flugzeug darunter ein bisschen leidet.
Doch, wir kriegen ganz schön Powerverlust. Man hört es akustisch nicht. Akustisch nicht, aber man sieht es an der Speed. Dass wir dann Powerverlust haben, extrem. Also ich glaube, in der Höhe sollte das noch nicht so passieren. Hier ist die zweite kleine Schleuse auf der Seite. Ja, das sind quasi die drei Schleusen auf der Pazifikseite. So, wir fliegen jetzt mal kurz auf 2000 Fuß hoch und dann will ich nochmal was mit der Mixtur probieren. In der Climb-Stellung mit 30 Zoll und 2000 RPM hat die Beaver auch nicht allzu große Climb-Raten, ne? Also die steigt dann teilweise nur mit 500 bis 600 Fuß pro Minute. Viel mehr kommt da dann auch nicht bei rum. Laut Handbuch. Jetzt lädt er ein bisschen nach bei mir, es ruckelt gerade ein klein wenig. Und ich schalte noch mal ganz kurz den Autopiloten ein. Wenn man beim Autopiloten, so wie ich vorhin, mit den Tasten durcheinander kommt, ja, dann macht man es am besten so, man drückt mal ganz kurz die Alt-Taste, bis da wirklich die aktuelle Höhe steht. Ne? Er fängt jetzt quasi die aktuelle Höhe ein, 1000 Fuß. Ja, wir wollen aber wieder auf 2000 eigentlich eher, oder sagen wir mal 1500. Ne, 2000 ist zum Testen besser. Alt. Vertical Speed. Entklattern ein klein wenig. Ach so, stimmt ja, die Tasten gehen aber irgendwann nicht. Gerade mal überlegen. Map, Menü, Airspace, Intersections brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. So. Ja, wir fliegen jetzt hier im Prinzip lang. Hier ist so die Schiffsfahrtroute. Und hier oben sind die Atlantikschleusen. Ist auch alles gar nicht so weit, also das kriegt man alles in unter einer Stunde locker abgeflogen hier. Ist irgendwie ein Forschungsschiff oder ein Schlepper oder sowas. So, wir haben 2000 Fuß. Ich will nochmal mit der Mixtur ein bisschen experimentieren. Wir kriegen ganz schön Leistungsverlust rein. Also, da fehlt mir auch noch ein ganz klein bisschen jetzt wirklich, ich sag mal, Hintergrundwissen aus der Praxis, ja, wie das mit einem turbogeladenen Motor ist, mit dem Autolean, also wie das Autolean überhaupt funktioniert technisch. Eigentlich funktioniert das auch alles über solche Membranen oder so.
Wir sollten im Cruise jetzt aber nicht unbedingt in den weißen Bereich reinkommen von der Geschwindigkeit. Vielleicht ist es in diesen niedrigen Höhen wirklich noch nicht so sinnvoll. Mit dem Abmagern. Na. Muss ich, glaube ich, noch ein bisschen mehr testen. So, jetzt haben wir den Center Tank, glaube ich, leer geflogen. Noch nicht aufgepasst. Das ist natürlich bitter. So. Ich mach den Autopiloten wieder aus, ich flieg den Rest von Hand. Ja, ne, da muss man aufpassen, ein bisschen switchen. So, wo ist er, der Autopilot hier? Zack. Zack. So, ich gehe jetzt auf 1750 RPM runter. Und lass das Gemisch jetzt einfach so lange, wie wir hier unter 3000 Fuß fliegen, auch reich. Konzentrieren wir uns mal ein bisschen jetzt auf Sightseeing wieder. Ja, man sieht schön die Schiffsroute. Man geht hier so lang. Und hier hinten sind im Prinzip schon die Atlantikschleusen. Ich fand das mit den Turbulenzen in Sim Update 10 eigentlich schöner. Das ist mit Sim Update 11 wieder doch ziemlich doll geworden. Ich habe, glaube ich, nur 3 oder 4 Knoten Wind eingestellt und es ist doch teilweise ziemliches Geschüttel hier. Am Dienstgipfelhöhe ist wohl, ich sag mal, 18.000 Fuß für die Landvariante und knappe 16.000 Fuß für die Seaplane-Variante. Aber das Flugzeug hat ja auch keinen Sauerstoff irgendwo, ne? Also so hoch kann man in der Praxis dann eigentlich gar nicht auffliegen. Oh, da hinten ist ein bisschen... Das sind, glaube ich, ein paar Texturfehler, da ist was weiß. Teilweise geht die Cruising-Tabelle hier von 5000 Fuß Höhe und sowas aus. Oh, das ist nicht schön da hinten. Das war gestern bei DirectX 11 nicht so. Ich habe den Geländeslider eigentlich auf Maximum eingestellt. Also auf 400. Ich will mal kurz gucken, wie meine VRAM-Auslastung ist. Das ist eigentlich lächerlich. Nicht annähernd, nicht mal die Hälfte. VRAM ausgelastet. Ah, ist ein richtig geiles Flugzeug, um auch schön von Hand zu fliegen. Das macht richtig Spaß. Mach das mal aus hier, glaube ich. Zack. Tanker. Ich mach, glaube ich, einen ganz kleinen Cut, bis wir hinten in die Nähe der Schleusen kommen.
Was haben wir hier unten? Ein Containerschiff. So, wir kommen in den Bereich der Atlantikschleusen. Ja, die sind an der rechten Flügelspitze schon zu erkennen. Mir ist gar nicht aufgefallen gestern, dass sogar die Strippen hier unter den Flügeln ja im Wind nach hinten gedrückt werden. Sieht ja auch eigentlich ganz geil aus. Hier die Seile, die hier unter den Flügeln hängen. Ja, es ist schon ein geiles Flugzeug, ne? Die Teile wurden, weiß ich nicht, wirklich in den 40ern irgendwann gebaut schon, also die haben teilweise echt schon 60, 70 Jahre auf dem Buckel. Es geht auf die 80 Jahre zu, glaube ich. Was die ersten Beavers haben. Oh. Bei einer der Schleusen ist auch irgendwie so ein animierter Schlepper dabei, der hin und her fährt. Ich muss hier mal ein bisschen langsamer werden wieder. Man kann durchaus wirklich auch, ich sag mal, im Sightseeing 80 Knoten und so fliegen. Man soll dann aber, glaube ich, eher die Flaps noch ausfahren, sonst ist das zu langsam. Ist dann einfach schon relativ riskant. So, ich setze die APMS mal wieder auf 2000 hoch. Falls ich Power brauche. So, und die andere Schleuse ist hier relativ parallel auf der Seite. Ja, da fährt so ein... ist ganz klein nur, ne? Hier fährt so ein kleiner Schlepper, also auf Schienen, nebenher. Der quasi die Schiffe zieht, denke ich mal. Ich finde das geil, die Szenerie. So, wir fliegen wieder unten durch der Brücke durch. Unter der Brücke durch. Gehen wir da ab hier noch weiter hoch. Ich glaube, die heißt hier einfach nur Atlantikbrücke. Schöner Tanker.
Smoking prohibited. Rauchen verboten. Wer hätte das gedacht? Wer, ich sag mal, die Route vielleicht mit einem Landflugzeug nachfliegt, der findet hier rechts eigentlich auch gleich einen kleinen Airport. Und hier ist nochmal ein riesen Hafengebiet. Herrlich, herrlich, herrlich. So, hier geradezu hinter den Bäumen. Hier ist ein richtiger Airport, ein normaler Airport. Wer halt mit, sag ich mal, mit einem anderen Flugzeug fliegt, was jetzt keine Schwimmer drunter hat. So, ich bereite mich mal auf die Landung vor. Bisschen Power raus. Ich mach mal die RPM jetzt komplett nach vorne. Ich mach's mal wirklich so, wie es im Handbuch steht. Solange wie wir jetzt nicht auf 36,5 Zoll Manifold Pressure gehen, erreichen wir auch nicht die maximale Power. Flaps langsam ausfahren. Ich mache jetzt mal Landelicht an. Wenn ich rankommen würde, komm in die Rand, lass ich aus. und wir landen hier mal im Hafenbecken. Noch weiter ausfahren die Flaps. Und so, ja, 90 Meilen im Approach. Mach weiter aus, waren die Flaps. Mach weiter ausfahren. Noch weiter ausfahren. Jetzt haben wir die Landeklappen auf Landing. Ne, auf Landing-Position. Ja, also auf 80 Meilen runter. Fahrwerk ist eingefahren, Wasserruder sind oben. Und dann setzen wir uns mit 80 Meilen wieder langsam aufs Wasser rauf. Langsam Power aus. Ja. Mir fehlen hier die Effekte. Ich weiß aber nicht, ob das wirklich jetzt an dem Flugzeug an sich liegt, aber ich glaube schon. Denn bei anderen Flugzeugen habe ich ja die Wassereffekte. Ich bin aber auch schon wieder in dieser Beta drin, ne? Also es gab eine kleine Beta schon wieder, wo unter anderem ein Patch für den Airbus auch aufgespielt wurde. Der ist aber gestern auch wieder komplett live gegangen für alle anderen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass wir keine Effekte haben hier. So, jetzt kann man die Wasserruder eigentlich mal runter machen. Flaps ab. Was für eine Kloppe an Schiffen. Ist das krass. Herrlich, herrlich, herrlich. Was ich gut finde hier bei dem Flugzeug, wenn wir wirklich Power-Off gehen,
Dann wird das hier so simuliert, als ob wir wirklich, also stillstehen im Wasser. Wir treiben nicht umher, so als ob wir wirklich einen Anker geworfen hätten oder so. Ja, geil. Leute, schreibt mir mal bitte in die Kommentare rein, ob ihr Wassereffekte habt bei euch. Das würde mich mal interessieren. Dann muss ich bei mir nochmal gucken, wo der Fehler liegt. Tjo, ansonsten würde ich sagen, beenden wir es an der Stelle. Also ein sehr, sehr schönes Flugzeug, ne? Dafür, dass es umsonst jetzt bei der Edition mit bei war, ist es wirklich sehr, sehr schön. Checkliste, wie gesagt, lade ich hoch auf Flight zum TO. Und wenn Bedarf am Cockpit besteht oder an der Kabine insgesamt, dann schreibt mir das auch in die Kommentare, dann lade ich das vielleicht auch auf Flight zum TO hoch. Herrlich, kann ich mich gar nicht dran satt sehen an dem Flugzeug. Gut, liebe Leute. Am Ende wie immer den Hinweis auf unseren JD Community Discord Server für den Flugsimulator. Wir haben inzwischen über 8000 Mitglieder, wir haben ein mehrköpfiges Supporter-Team und mehrere Text-Support-Kanäle und ich kann euch nur wie immer anbieten, wenn ihr irgendwelche Fragen zum oder Probleme mit dem Flugsimulator habt, dann kommt doch zu uns auf den Discord. Man kann dort in meinen Augen wesentlich besser helfen als über die YouTube-Kommentare. Ihr könnt euch dort natürlich auch einfach nur mit anderen Leuten ja, über den Flugsimulator so ein bisschen austauschen, ein paar News abgreifen oder vielleicht sogar den einen oder anderen Mitspieler finden für eine Multiplayer-Sitzung. Den Link zum Discord findet ihr oben rechts auf meiner YouTube-Seite bzw. in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen oder vielleicht sogar ein klein wenig geholfen hat, dann lasst bitte wirklich einen Like da, das ist unheimlich wichtig für das Rating bei YouTube. Und wenn ihr mich langfristig unterstützen wollt, dann denkt vielleicht auch über ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft nach, sofern ihr es noch nicht getan habt. Ansonsten wünsche ich euch immer einen schönen Tag und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao!